Hänslers schnelle Nummer 5 plus 15. Heute gibt es eine Schweinefiletpfanne Saltimbocker-Art. Auf geht's! Zuerst braucht ihr diese sogenannten Rispentomaten. Das sind wie Kirschtomaten, ein bisschen größer. Wenn ihr die nicht bekommt, könnt ihr auch normale Tomaten nehmen. Dann macht ihr solche dicken Scheiben. Ansonsten, wenn ihr diese Tomaten hier bekommt, halbiert ihr die einfach. Und dann macht ihr nämlich Folgendes. Stellt die mit der Schnittfläche in die Pfanne. Und zwar alle, wie sie da sind. Und lasst sie erstmal 2 Minuten, das will ich jetzt nicht sagen, Wasser lassen. Aber brät sie einfach so 2 Minuten ohne Öl einfach in der Pfanne an. Währenddessen schneiden wir Schweinefilet in fingerdicke Scheiben. Wenn das aufhört zu blubbern, ist ein guter Moment, dann nehmt ihr hier unser Hitzerstellnummer Olivenöl. Und auf die andere Seite kommt jetzt hier, jetzt zieht ihr die Hitze auch ein bisschen hoch in der Pfanne, kommt unser Schweinefilet rein. Wichtig ist, das Ganze einlegen und dann gleich mit Salz und Pfeffer würzen und anbraten. Gucken wir mal, das sieht gut aus, Schweinefilet drehen. Und was ihr dann noch machen müsst, ist die Tomaten jetzt ein bisschen anpressen. Das könnt ihr mit einer Gabel machen oder mit so einer Zange. Aber wirklich so, seht ihr jetzt, dass die richtig auseinander gehen und der ganze Saft jetzt rausläuft. Mmh. Und ich sag mal so, in einer halben Minute schmeißen wir den gezupften Parmaschinken in die Pfanne. Den Parmaschinken habe ich, wie gesagt, schon gezupft. Da haben wir jetzt hier Cheddar-Käse, den müsst ihr hier fein reiben. Das Stück natürlich da raus. Und dann kommt natürlich noch Salbei rein. Ich habe jetzt hier eingelegt, ihr könnt auch frischen nehmen. Einfach grob herunterhacken. Ja, das sieht gut aus. Jetzt macht ihr einmal den Schwenkmeister. Jetzt den gezupften Parmaschinken dazugeben. Oh. Salbei kommt auch dazu. Und jetzt nicht lange braten. Also jetzt nicht versuchen, dass der Salbei irgendwie knusprig, nicht der Salbei, sondern der Parmaschinken knusprig wird, sondern einfach nur, der so Hitze kriegen, ein bisschen zusammenfallen. Weil oft macht man den Fehler bei Saltimbocker, auch wenn man es brät oder wenn man jetzt Parmaschinken in eine Pfanne reingibt, dass er so knusprig wird. Das ist okay, aber wird manchmal auch leicht bitter. Jetzt haben wir hier wunderbar, guck mal, diesen Sud von der Tomate, Geschmack von dem Parmaschinken Salbei. Und was man jetzt macht, Cheddar-Käse, einmal drüber. Jetzt mal was anderes als Parmesan. Jetzt nur einmal durchschwenken, dass der Parmesan, guck hier, guck mal, sag ich selber schon Parmesan, der Cheddar bindet die ganze Flüssigkeit von der Tomate. Das ist das, was man möchte an dem Gericht, auf dem Teller, probieren. Schweinefilet, Tomate, Parmaschinken. Jetzt sag mir mal so, wie soll das nicht schmecken? Einkaufen. 5 plus 15 Schweinefiletpfanne Saltimbocker-Style. Für 2 Personen braucht ihr 300 Gramm Schweinefilet, 10 Rispentomaten, 100 Gramm Cheddar, 6 Blätter Salbei, 4 Scheiben Parmaschinken.